eigentlich dem nicht viel hinzufügen, was der Markus im Namen der DGB-Gewerkschaften schon gesagt hat. Ich will aber noch auf einen Punkt konkret raus, der Verdi besonders beschäftigt, und will euch sagen, wir brauchen, um die Verhältnisse zu verändern, ein verbündetes und gemeinsames Vorgehen vieler Kräfte in dieser Gesellschaft, in dieser politischen Situation, die wir haben. Die Krise ergreift uns. Es gibt die erste massive Kurzarbeit. Die IG Metall fordert gemeinsam mit dem Arbeitgeberverband Metall eine Verlängerung wieder der Kurzarbeit in weiser Voraussicht, dass wir wahrscheinlich Krisenfolgen erleben werden, vor denen viele Menschen in diesem Land immer noch die Augen zumachen. Bis in unsere Gewerkschaft hinein, für unsere kann ich das jedenfalls sagen und sage das auch sehr selbstkritisch, herrscht die Meinung vor, dass Griechenland sehr weit weg ist und dass wir uns nicht viel Sorgen machen müssen. Es geht schon alles ganz gut. Frau Merkel macht das schon. Ich glaube, dass es ein tiefgreifender Irrtum ist, den wir gemeinsam bekämpfen müssen. Wir müssen argumentieren gegen soziale Ungerechtigkeit in diesem Land, gegen eine wirtschaftsliberale Politik und ein wirtschaftsliberales Denken, was uns ergriffen hat. Was mich besonders freut, ist, dass ihr an den beiden programmatischen Kernpunkten, wo ein solches gemeinsames und verbündetes Vorgehen sich manifestiert, an diesem Parteitag arbeitet. Ich finde die Vorlagen gut und einen Punkt will ich besonders herausheben. Wie gesagt, aus unserer Sicht, wir sind für den Dienstleistungsbereich, sowohl im öffentlichen Dienstleistungsbereich als auch im privaten, zuständig als Gewerkschaft Verdi. Mich freut ganz besonders, dass ihr besonders heraushebt, einen Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge, der beispiel- und modellhaft leider hier bei uns im Osten weitgehend privatisiert und in prekäre Verhältnisse abgedrängt worden ist. Das nehmen viele Menschen auch in unserem Land leider nicht wahr. Das betrifft nicht nur Krankenhäuser, die weit weg sind von normalen Tarifverhältnissen und Tarifniveaus. Das betrifft auch Busunternehmen, das betrifft auch weite Bereiche der Altenpflege und so weiter und so weiter. Ihr habt es erwähnt und das finde ich gut. Daran müssen wir gemeinsam arbeiten. Sonst droht nicht nur in diesen Bereichen Altersarmut, droht nicht nur ein weiter um sich greifen prekärer Arbeitsverhältnisse. Ich glaube, an dem Punkt zu arbeiten, ist auch ein entscheidender Ansatz, um vernünftig zu argumentieren gegen einen weit verbreiteten Glauben, dass wir uns bestimmte Dinge nicht leisten können, dass bestimmte Dinge nicht bezahlbar sind, dass bestimmte Dinge einfach nicht gehen und wir deswegen den Gürtel enger schnallen müssen, wie gesagt, bis hinein in unsere Mitgliedschaft. Dagegen müssen wir arbeiten, denn ich glaube fest daran, und da, an dem Punkt bin ich optimistisch, nicht was die Verschärfung der Krise angeht, aber ansonsten bin ich optimistisch. Ich glaube fest daran, dass es uns gelingen wird, deutlich zu machen, dass soziale Gerechtigkeit nicht vereinbar ist mit einer Auseinanderentwicklung in unserem Lande, die grauenhaft ist, die katastrophal jetzt schon wirkt. Eine Auseinanderentwicklung, die da besagt, fast 8 Billionen privaten Vermögens mit wachsender Tendenz, selbst in der Krise, steht gegenüber eine Verarmung öffentlicher Haushalte, die dazu führt, dass die Gesellschaft nicht mehr sich die Sozialstandards leisten kann, die notwendig sind. Und das in einer der reichsten Volkswirtschaften der Erde. Das ist ein Skandal, den wir gemeinsam bekämpfen müssen. Und das werden wir auch schaffen. Schönen Dank.